Herzlich willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Mittwochsbesprechung aktueller Handelsideen. Ja, das geht heute und zwar mit Blick in die Schweiz. Als ich die Marktvorbereitung gemacht habe, da habe ich mir die Augen gerieben, als ich den Index-Check gemacht habe. Aus diesem Grund schauen wir heute gleich einmal in die Schweiz. Der Schweizer Aktienindex ist ja bei Tickmill auch ganz normal handelbar. Tolles. Tolles Teil, richtig, der Bulle in, ja, sag ich mal, Exzellenz. Klasse, was wir sehen. Wir schauen dann auch noch auf die Währung, britischer Pfund, Schweizer Franken und US-Dollar, Singapur-Dollar habe ich heute mitgebracht. Fragen natürlich wie immer auch sehr, sehr gern und ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle für die guten Morgengrüße. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Holger, die guten Morgengrüße an die Elena richte ich sehr, sehr gern. Als die Elena ist momentan krank. Ich wünsche ihr gute Besserung. Danke entsprechend dafür. So, wir machen jetzt weiter mit dem Blick natürlich wie immer auf den Risikohinweis. Den bitte ich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Punkt, reicht, weiter geht's. Die Tagesnachrichten, ich bin heute nämlich ein bisschen später dran als sonst hier, sozusagen mal in, sage ich mal, im Übergang. Wir bekommen aus der Schweiz tagsüber natürlich immer mal ein paar Meldungen vom World Economic Forum. Das ist ja wie jedes Jahr in Davos. Ich sag mal, das wird jetzt keine Nachrichten geben, die massiv nur die Schweiz betreffen, wie auch immer. Also da wird nichts kommen. Aber das Meeting ist halt da und da kommen tagsüber ja immer mal ein paar Meldungen. Wir gucken heute natürlich auch auf die Briten, haben wir da. Deswegen heute auch hier groß vertreten in der Übersicht Großbritannien. Wir sehen es hier. Wir kriegen Einzelhandelsumsätze, das Ganze um 10:30 Uhr. Und dann gehen wir in die 12 Uhr Zeit, also um die Mittagszeit, bekommen wir noch die CBI, industrielle Trendumfrage für den Auftragseingang hier aus dem Monat Januar. Dann am Nachmittag geht es hier weiter in den USA. Da haben wir das Thema bestehende Häuser. Das kennen wir ja mittlerweile auch, wofür das da ist. Das fließt unter anderem auch in das Beachbook ein. Hier also 16 Uhr die Nachrichten über die aktuellen Daten der Verkäufe bestehender Häuser und dann am ganz späten Abend wird uns heute nicht mehr so tangieren, den API-Rohöllagerbestand. Morgen gibt es ja dann die großen Rohöldaten, wie immer am Nachmittag, glaube ich, um 16:30 Uhr haben wir das Ganze dort dann auf dem Schirm. Und ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal in die Charts rein. Holger, US-Dollar, also das Cable mache ich, britisches Pfund, US-Dollar, gucke ich mir sehr, sehr gerne an als Hundschmack. Bitte an dieser Stelle hier jetzt nicht wundern. Ich werde heute nicht mit dem Stereo-Trader arbeiten. Der funktioniert bei mir gerade nicht. Der hat ja den Dienst gerade eingestellt. Da habe ich schon den Support kontaktiert, dass das gelöst wird. Stattdessen arbeite ich heute mal mit dem System, was man ja von mir auch schon kennt. Ich trete ja in Facebook auch immer mal im Bereich Aktien auf. Ich trade ja sozusagen nicht nur Währungen, sondern das Potpourri ist uns Händlern, uns privaten Händlern ja glücklicherweise offen. Und Währungen sind halt eines meiner Lieblingsparameter im Trading. Aber nichtsdestotrotz, ich arbeite da natürlich auch mit einer Software zusammen. Und da gucken wir jetzt einfach mal die Charts an. Da bin ich jetzt mal pragmatisch in diesem Bereich. Ich muss noch mal kurz den richtigen, das richtige Feld finden, was ich hier aufmache, damit wir das Ganze dann benutzen können. So, kurzen Augenblick. Geht sofort weiter. So, das ist es da, ich muss nur ganz kurz, ich habe einige Felder offen im Hintergrund und da muss ich jetzt das Richtige rausfiltern. So. Na, das ist natürlich wieder typisch, aber völlig egal. Da ist es hier, zack, darüber. So, das Ganze wie immer hier in groß. Das heißt, der Bildschirm wird jetzt auch gleich mal noch an dieser Stelle für unsere Facebook-Zuschauer auch in Großformat mit angezeigt, damit man die Charts besser erkennen kann. Also, was haben wir hier? Jetzt schauen wir einfach mal hier hinein, in den Chart vom Schweizer Aktienmarkt. Nicht wundern, bitte heute auch die Kursversorgung. Das ist ein bisschen eine kleine Ausnahme hier. Die Kursversorgung kommt auch nicht von Tickmill, die kommt über einen separaten Datenfeed-Anbieter.
Deswegen bitte nicht auf die einzelnen Zahlen hier festlegen. Das Grundbild stimmt aber trotzdem. Wir schauen einfach jetzt mal auf das, was wir hier gerade im Schweizer Aktienmarkt sehen. Für diejenigen, die das Ganze gerne hinten drin sehen will, ich mache mal ganz kurz noch die Infobox hier rein, kurzen Augenblick. So, damit wir auch natürlich lesen können, was wir hier haben. So, da haben wir es drin. Also hier, das ist jetzt mal der SMI, den wir hier auf der Uhr haben. Trendtechnisch hier schaut es aus. Wir haben wirklich sehr, sehr schön einen Aufwärtstrend laufen. Was hier an dieser Stelle im SMI sehr, sehr interessant war, ist die große Stärke, die wir hier in diesem Bereich sehen. Ne? Wenn wir das mal sehen, hier, schaut mal, schöner Aufwärtstrend. Hier oben hatten wir das letzte Allzeithoch und das letzte Allzeithoch, was hier oben rausgenommen wurde, das wurde halt richtig mit Kavums rausgenommen. Ne? Der Markt ist richtig stark drüber gestiegen. Dann gab es eine Korrektur und auch das, diese Korrektur ist ein Zeichen von relativ großer Stärke, weil diese Korrektur ist, schaut mal, wo die reingelaufen ist. Die kam hier unten direkt ran an dieses Ausbruchslevel und ist dann direkt wieder nach oben gegangen und im gestrigen Tagesverlauf hat sozusagen hier direkt das alte Allzeithoch pulverisiert, ist drüber gelaufen, dann kurz in die Korrektur gegangen und heute Morgen, wir sehen es jetzt hier an dieser Stelle auch sehr, sehr neue hohe Kurse. Wir haben hier wieder mal ein neues Allzeithoch. Da ist sehr, sehr viel Stärke in diesem Index drin und das ist halt wirklich das Interessante an diesem Markt, wo man durchaus im kurzfristigen Bereich, wenn wir das Ganze uns mal anschauen wollen, wo es denn hinlaufen kann, ja, das ist dann nämlich sehr, sehr interessant. Wenn wir das mal ganz kurz ausmessen hier, einfach mal zu sagen, hier ganz kurz, wir nehmen mal hier diese Korrektur von unten bis oben hin, hier drüben rein, da oben ran. Das sind also 2,8 und 30 und dann ziehe ich einfach mal hier oben hin, knapp die 2,38 oder knapp 2,4. Da sehen wir mal, dass hier noch deutlich Luft nach oben hin ist, also Richtung 11.000 Punkte-Marke kann das hier an dieser Stelle ohne weiteres gehen im Schweizer Aktienindex und das ist in meinen Augen sehr, sehr interessant und das kann man durchaus auch mitgehen, auch wenn man sich das Ganze mal in der Stundenbasis anschaut, da sehen wir nämlich auch sehr, sehr schön entsprechend die Trends hier laufen. Schaut, hier ist das Ganze schön nach oben mit reingelaufen und wir sehen auch hier wieder, wenn wir uns dieses Gesamtbild mal anschauen, hier, das war die alte Korrektur sozusagen und dann hat der Markt hier schön angefangen von unten nach oben rauszutrenden, dann die Stärke, die Korrektur an dieser Stelle und jetzt lief es hoch und schaut euch mal dieses Korrekturmuster an hier. Das können wir jetzt leider nicht mehr traden, nur das ist halt der Punkt. Hier wieder auch eine schöne Flagge und jetzt der Ausbruch. Und was für den Intraday-Handel jetzt sehr, sehr interessant wird, ist zu sehen, was jetzt passiert, weil jetzt wird es natürlich spannend. Wir haben jetzt hier die Eröffnung gesehen mit diesem Gap oben ran. Und wenn das Ganze jetzt etwas in die korrektive Phase übergeht, dann muss man einfach mal schauen, was passiert denn hier an diesem Vortageshoch, beziehungsweise hier unten ist das Gap ja geschlossen wird. Wenn sich da durchaus hier im kleineren Bereich etwas ergibt, beispielsweise, wenn wir uns das Ganze mal im 5-Minuten-Chart anschauen, das Ganze nach unten zu reiten. Das heißt, hier haben wir jetzt das hohe Niveau. Wir sehen ja auch hier schöne Trends im 5-Minuten-Chart. Und wenn wir dieses, sage ich mal, dieses Gap hier unten abverkaufen, dann heißt das halt, wir gehen erstmal so ein bisschen was in die korrektive Phase rein und dann haben wir durchaus das Potenzial, hier nach unten reinzulaufen. Ansonsten hat man jetzt halt hier oben eine Range. Wir haben von der Eröffnungskerze den Hochkurs und den Tiefkurs. Die Range haben wir jetzt da und wenn das Ganze dann nach oben ausbrechen sollte, das wäre tatsächlich dann ein schönes Zeichen von Stärke. Ja, und dann kommt halt hier oben diese Marke von knapp 11.000 Zählern ins Spiel. Die sehen wir jetzt im 5-Minuten-Chart gar nicht so, da müsste ich zu klein sein. Aber das wäre dann tatsächlich der weitere Anstieg nach oben. Die Bullen spielen dann weiter und dann geht es auch relativ flott nach oben. Und dann kann man halt einfach den Trend, der hier möglicherweise in Intraday-Basis entsteht, nach oben traden. Das heißt, die Range ist jetzt da, Oberkante, Unterkante. Wenn es nach oben ausbricht, bleiben die Bullen hier tatsächlich am Ruder, bricht es nach unten raus, dann wird es eher die Wahrscheinlichkeit erstmal Richtung dem Ausbruchsniveau hier unten bei schauen dann, was bei 11.800, 10.800 Punkten hier im Future passiert. Bitte auf die eigenen Charts übertragen, dann von dem Level hier, die Punkte stimmen dann natürlich nicht ganz überein. Das Bild ist allerdings das gleiche. Ansonsten, wenn es nach unten läuft hier, wenn es dann unten reintrendet, dann hier Richtung Gap Close einfach mal schauen, was da an dieser Stelle dann entsprechend hier passiert. So, zweiter Wert für heute auf der Uhr, hatte ich ja gesagt, britisches Pfund, Schweizer Franken, nehme ich hier gleich mal mit rein. Hier Great Britain Pound, Swiss Francs,
So. Da ist er. Zack. Gucken wir uns den Chart einfach mal an. Da haben wir hier. Zack. Ist er schon drin? Kurzen Augenblick. So, jetzt, da lädt uns der Markt gleich mal hier den 5-Minuten-Chart vom Schweizer Franken, britisches Pfund, Schweizer Franken. Wir starten aber erstmal ganz kurz mit dem Blick in den Tageschart an dieser Stelle, weil wir notieren momentan an einer sehr, sehr interessanten Stelle. Was wir hier definitiv auch sehen, ist, der Markt hier ist abwärts gerichtet. Wir sehen es also hier, der Markt schwingt nach unten. Wir haben eine Aneinanderreihung von von fallenden Hochkursen und fallenden Tiefkursen. Das heißt, wir sind hier definitiv verortet innerhalb eines Abwärtstrends an dieser Stelle. Und dieser Abwärtstrend ist momentan in seiner Korrektur und notiert hier in einem sehr, sehr interessanten Preisbereich, nämlich hier diesem Widerstand an dem alten Bruchlevel hier. Wir sehen es drinne. In diesem Chart ist es die Marke von 1,26,6. Da sind wir schon mal leicht drüber gelupft. Und das ist jetzt nämlich sehr, sehr interessant. Wir haben an dieser Stelle wieder mal zwei Szenariomöglichkeiten offen. Die Korrektur ist ja momentan komplett am Laufen. Das sehen wir ja auch. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Bekommen wir einen Abprall hier an diesem Bereich, dann kommt der untere Bereich wieder relativ flott ins Spiel. Das heißt, dann können wir uns sehr, sehr schnell auf der Unterseite wieder befinden. Das heißt, hier an dieser Stelle hier unten einfach ran an das alte Trendtief. Die Zwischenschwungpunkte gucken wir uns gleich im Stundenchart an. Ansonsten, wenn wir tatsächlich Stärke sehen, dann kommt natürlich das in Frage, was wir hier an dieser Stelle oben schon mal gesehen haben, nämlich ganz, ganz klar. Hier oben, schaut euch das mal an. Das da oben ist das letzte Korrektur hoch gewesen. Schaut mal, wo auch das zum Stehen gekommen ist. Also auch ein sehr, sehr interessanter Kursbereich. Der Weg ist dann nach oben hin erst einmal offen, wenn hier das Währungspaar britischer Pfund, Schweizer Franken tatsächlich den Schub oben drüber schaffen sollte. Wie schon gesagt, das ist noch Korrektur. In der Regel macht es da Sinn, sich auch relativ kurzfristig zu halten, weil man handelt gegen den übergeordneten Trend. Aber nichtsdestotrotz, die Chancen sind ja da. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal in der Stunde auch anschauen, ja, was machen wir da? Dann sehen wir nämlich in hervorragender Manier, wie das Ganze hier schön nach oben trendet. Hier, schaut euch mal an, wie schön sich hier der Aufwärtstrend entsprechend gebildet hat. Hier an dieser Stelle einfach schön die Swings, ansteigende Hochs, ansteigende Tiefs. Und jetzt läuft der Markt halt hier in der Bewegung, in dem Bewegungsarm sehen wir es auch sehr, sehr schön, den Trend hier, den kleinen Trend nach unten bzw. nach oben angezeichnet. So hier schwingt sich schön nach oben. Die Stärke ist jetzt da. Und wenn wir hier tatsächlich wieder den Markt nach einer kurzen Korrektur nach oben laufen sehen, dann haben wir richtig gute Chancen, oben hin reinzulaufen. Und dann können wir hier an dieser Stelle natürlich auch die Anlauflevel sehen. Das heißt, die Marken, die wir hier dann definitiv auf der Uhr haben, auf der Oberseite, das sind dann die Korrekturhochs, die wir oben sehen. Das heißt, hier, schaut euch das mal an, da haben wir hier ein paar Anlaufpunkte schon da, hier in diesem Bereich, so zack. Dann hier dieses Level und hier oben dieses Level, bevor wir dann in die alten Hochs reinlaufen. Das sind natürlich dann planbare Anlaufpunkte für eine Ausdehnung der Korrektur weiter nach oben hin. Also hier die alten Korrekturhochs, die wir aus dem Abwärtsschub gesehen haben. Das sind dann tatsächlich die interessanten Marker hier an dieser Stelle, die man durchaus mit Blick nach oben auf der Uhr haben kann. Wie schon gesagt, wenn wir einfach mal schauen, wo der Markt hier auch zum Stehen gekommen ist, da ziehe ich gleich mal noch eine andere Markierung ein hier an dieser Stelle. Es ist schon ein wichtiger Bereich hier, wo es zum Stehen gekommen ist, nämlich hier in diesem Bereich hier oben. Da sind wir ja auch schon das ein oder andere Mal so ein bisschen hin und her geschwungen. Das heißt, das war hier oben ein Unterstützungsbereich und jetzt ist hier mal der Markt kurz in den Widerstand halt reingelaufen. Also jetzt ist es natürlich ein Widerstand und das Ganze dann an dieser Stelle selbstredend ein Bereich, der muss unbedingt sozusagen überschritten werden, damit wir hier den Widerstand rausnehmen können. Und wenn das tatsächlich passiert, dann können wir schön den Schwung nach oben weiter planen. Ansonsten, wie ich schon gesagt, wenn hier kein weiterer Kursschub kommt, sondern wir tatsächlich hier in diesem Bereich abprallen sollten, dann können wir uns wieder zur Unterseite orientieren. Und im kurzfristigen Bereich wird es dann natürlich interessant, wo wir ranlaufen können. Und wenn wir uns da mal die Schwungbereiche auf der Unterseite auch anschauen, dann haben wir hier an diesen Stellen, auch das markiere ich eben mal ganz kurz noch,
Dann haben wir hier ein paar Anlaufpunkte, die wir haben. Also nach unten hin mal ganz klar hier diese kleinen Schwungbereiche, die wir hier so sehen. Wenn das, wer sich das Ganze mal im 5-Minuten-Chart auch anschauen möchte, wenn es nach unten schwingt, wir machen das mal ganz kurz für das kurzfristige Trading. Das sind das natürlich dann Marker, die wir hier im 5-Minuten-Bereich immer mal als Anlaufpunkte gesehen haben. Also hier dieser Bereich und hier unten dieser Bereich um die 1,26,2 und 1,25,79,8 in diesem Bereich. Also das sind Marker, die haben wir da, beziehungsweise unten dann noch die 1,25,5 hier unten, hier diese Marke, dieser Bereich. Das sind dann doch interessante und wichtige Anlauflevel, die wir hier auf der Unterseite des Charts dann definitiv zu handhaben, sollte es deutlich nach unten laufen. Das an dieser Stelle. Jo, weiter geht's hier im Text mit der nächsten Währung. Und zwar schauen wir dann mal noch auf das Währungspaar US-Dollar, Singapur-Dollar. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Facebook zeigt mir gerade an, dass Facebook mein Video fertig machen möchte, obwohl ich gar nichts beendet habe. Das heißt, wir müssen mal kurz schauen, was hier ist. Kurzen Augenblick. Muss ich mal kurz ein neues Video hier auf Facebook starten. So, heute ist hier irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung warum, aber nichtsdestotrotz, wir wissen uns ja zu helfen. So. Kurzen Augenblick. Geht hier gleich weiter. Ja, irgendwie hängt gerade die Verbindung zu Facebook. Ich regle das mal ganz kurz. Liebe Zuschauer auf GoToWebinar, bitte kurzen Geduld haben und dann kriegen wir das hier auf alle Fälle auch mit hin. So. Gut. Sollte gleich wieder losgehen. Die Aufnahme läuft auch durch, aber es scheint so zu sein, als wenn Facebook gerade nicht mehr arbeiten will. Gut, dann machen wir hier einfach weiter. Ich stelle das gesamte Video nachher auf Facebook im Nachgang ein. Was wir jetzt hier machen ist, wir schauen jetzt direkt mal auf den oder das Währungspaar US-Dollar, Singapur-Dollar hier in diesem Chart. Also hier auch das Ganze wieder die Betrachtung wichtigerweise hier im Tageschart US-Dollar, Singapur-Dollar. Da haben wir da hier der Blick in die Trendverläufe auch wieder rein. Und in diesem Währungspaar sehen wir sehr, sehr schön, was der Markt hier unten gerade macht. Er hat in seinem Tief, das markiere ich gleich mal noch, in seinem Tief hat er getestet einen wichtigen Unterstützungsbereich hier. Der hat hier in der Vergangenheit immer auch schon eine gewisse Rolle gespielt, hier unten dieser Bereich um die Marke von 1,34, ja, 5 in diesem Bereich 1,34,4, 1,34,5. Die Historie aktuell der Markt deutlich abwärts gerichtet. Wir sehen es hier, der Markt trendet nach unten. Wir haben fallende Hochs und fallende Tiefpunkte. Aber was hier unten interessant ist, ist die Tatsache, wie sich der Markt im Moment verhält. Nämlich, wir sehen das hier an dieser Stelle. Wir sehen hier einen leichten Versuch, einen Doppelboden beziehungsweise ein erstes höheres Hoch zu etablieren. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr interessant, wenn der Markt das nämlich schafft, tatsächlich oben drüber zu laufen. Ne? Wir haben jetzt hier kurz vor uns in diesem Chart ein wichtiges Widerstandslevel hier in diesem Bereich hier. Das hier, dieses Level hier oben, das ist ein Widerstandsbereich. Das hat in der Vergangenheit auch schon immer mal für Anklang gesorgt. Also hier dieser Bereich ist nicht unbekannt. Auch in der Historie kann man auch schon ein ganz Stück weit drüber sehen. Das ist hier oben der Test sozusagen
wir kommen hier oben rein und jetzt wird das nämlich sehr, sehr spannend, was hier passiert. Wir haben im gestrigen Tagesverlauf einen doch sehr, sehr dynamischen Markt gesehen. Wir sind hier ja in einer Seitwärtsrange gewesen im Stundentrend, den gucken wir uns auch gleich an. Und die ist dynamisch nach oben aufgelöst worden, diese Seitwärtsrange. Und das ist jetzt interessant. Sollten es nämlich jetzt die Käufer schaffen, hier wieder reinzukommen in den Markt und diese Stärke sozusagen fortzusetzen, dann wird es mal interessant, was hier oben passiert, ob der Markt die Stärke tatsächlich findet, über das alte Hoch drüber zu laufen. Das heißt hier, schaut euch das mal an, wenn wir tatsächlich hier über diesen Bereich drüber laufen, hier die Marke von ungefähr 1,352, wenn das oben rausgewuppt wird, dann haben wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend, der dann durchaus das Potenzial hat, höher reinzulaufen. Das heißt, höher reinzulaufen ist, hier auch mal in den nächsten Bereich zu gehen, sozusagen hier einfach hier das Korrekturhoch einfach mal anzunehmen, hier Richtung 1,357 zu laufen. Natürlich, wenn man das Ganze weiterspinnt, dann haben wir hier das nächste Level schon hier oben bei 1,36 knapp 9. Das ist noch weit, weit hin, ja. Nur die Entscheidung, die steht halt aus. Und jetzt wird es halt sehr, sehr interessant zu sehen, schafft es der Markt wirklich, oben rüber zu gehen oder fällt er wieder um? Wenn er umfällt, wäre das wiederum ein Zeichen hier ab Richtung Support unten rein, also wieder 1,345, 1,344. In diesem Drehbereich schafft das tatsächlich drüber, dann das Ganze nach oben hin zu sehen. Und das, was wir hier sehen wollen, ist hier in diesem Fall einfach mal der Blick in den Stundenchart hinein. Und da sehen wir es, da haben wir einen schön aufwärts trendenden Markt. Ne? Wenn wir das mal hier so schön sehen, der Markt schlängelt sich hier Stück für Stück nach oben. Und das ist die Stärke, die ich gemeint habe. Die kam halt wirklich von unten raus hier. Der große übergeordnete Trend, der war da natürlich hier an dieser Stelle noch oder ist noch abwärts gerichtet. Das sehen wir ja hier. Das habe ich mal hier eingezeichnet. Aber wir sehen es halt. Wir schlängeln uns hier hoch und wenn wir jetzt tatsächlich das Ganze weiterlaufen lassen, hier über das Zwischenhoch bei 1,351 oder das ist die 1,351, hier drüber schaffen, dann setzt sich dieser Trend halt fort und dann haben wir tatsächlich die Chance, erstmal hier ins Zwischenhoch um die 1,3523 reinzulaufen und wenn das überwuppt wird, dann haben wir hier neuen Aufwärtstrend und wie schon gesagt, der ist dann federführend, weil er den alten hier rausgenommen hat und dann haben wir tatsächlich die Chancen, ein Stückchen mehr Steigerung zu sehen. Das Potenzial ist dann auf alle Fälle da, weil der Markt die Chancen hat, definitiv oben dann reinzulaufen. Ansonsten, und das ist halt auch das Schöne in der jetzigen Situation, wenn wir uns diesen Markt mal aktuell anschauen, dann haben wir hier unten natürlich jetzt ein interessantes Support-Level hier in diesem Markt. Und wenn wir sehen, dass die Kurse unter dieser Marke drunter fallen, dann ist das natürlich auch ein Zeichen. Warum? Was für ein Zeichen? Hier sollten wir tatsächlich hier runterfallen, dann ist dieser Aufwärtstrend Geschichte und das wäre dann das Zeichen dafür, dass der Markt eine faktische Umkehr macht. Ja, das ist dann das Umkehrmuster, was ich immer so gerne an dieser Stelle beschreibe und dieses Umkehrmuster, das kann uns dann natürlich wieder nach unten führen und auch da ist es schön, dass wir den Trend hier sehen, weil dann haben wir unten, schaut mal hier, haben wir ein paar Kursbereiche, die man durchaus zur Anlaufplanung für den Weg, für die Short-Seite mit nutzen kann. Und das ist recht interessant, auch hier in diesem Punkt mal die Unterseite mit zu bespielen. Das ist das, was uns hier das Währungspaar US-Dollar, Singapur-Dollar erzählt. Und wie schon gesagt, wenn es tatsächlich nicht dazu kommt, dass Stärke reinkommt, sondern dieser aktuell laufende Stundentrend nach unten rausgenommen werden sollte und die alten Tiefs wieder anläuft, dann können wir sagen, wo geht es dann hin? Und da müssen wir einfach nur mal schauen, wenn dieser Bereich hier tatsächlich rausgenommen wird um die 1,345, dann wäre mal das nächste Anlauflevel hier unten in diesem historischen Bereich irgendwo um die 1,331, 1,332, dann ist der Weg hier auch relativ weit offen und dann sehen wir, dass das Potenzial dann da ist und wie ich schon gesagt, wenn wir tatsächlich unter dieser Marke hier drüber laufen, dann ist auch dieser große Abwärtstrend, den wir hier übergeordnet laufen haben, komplett rausgenommen und dann ist der Weg nach unten wirklich erst einmal frei. Zumindest auf dieser Seite, was wir hier jetzt sehen. Das zum US-Dollar, Singapur-Dollar. So, dann hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, auf Facebook noch zwei Fragen gehabt. Und zwar das Cable, also britisches Pfund
US-Dollar. Das wurde gewünscht, dass ich mir das mal anschaue. Das mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Auch den Chart hier haben wir ja hier bei Tickmill in dem Morning Briefing schon sehr, sehr oft miteinander besprochen. Das Währungspaar an sich nach diesem starken Spike um den Brexit, das hatten wir ja schon oft genug beleuchtet, sehr, sehr schön ja, nach oben gelaufen und dann massiv nach unten gekommen. Und schaut euch mal, hier hatte sich dann diese schöne Flagge ergeben und die wurde nach unten gebrochen und seitdem trendet der Markt hier auch zur Unterseite rein. Interessante Kurslevel nach unten hin haben wir definitiv auch noch ein paar da. Das heißt, hier schauen wir mal, wo wir Unterstützungen auch finden können. Das mache ich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle, beziehungsweise ich lasse mir da einfach mal kurz vom PC hier helfen. Da muss ich nicht die ganzen Kästchen einzeln ziehen. Ich lege einfach mal hier Support und Resistance rein. Zack, so, da haben wir es da. Da findet man nämlich gewisse Marken und die sind halt auch relevant. Das heißt, erstens mal, dort, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist natürlich auch ein wichtiges Support-Level, weil das ist das Level, als der Markt hier über diese alten Hochs hier von diesem Bereich nach oben durchgelaufen ist. Das wird natürlich momentan so ein bisschen getestet. Das ist auch der Grund, warum wir hier so einen gewissen Ping-Pong-Bereich zur Unterseite haben, ne? Und jetzt sehen wir allerdings auch eine Abfolge von fallenden Hochs und fallenden Tiefkursen. Das heißt, der Markt ist weiterhin in einem Abwärtstrend befunden. Und das wird jetzt halt interessant. Rausgenommen wird das Ernste natürlich erst, wenn wir hier oben über dieses Zwischenhoch drüber laufen. Also die Marke von 1,312 hier oben, die sollte rausgenommen werden. Dann trendet der Markt zumindest untergeordnet mal kurzfristig etwas nach oben. Und dann haben wir hier schon den nächsten Widerstandsbereich dann um die 1,32, naja, knapp 1, was wir hier oben haben in diesem Bereich. Das wäre dann durchaus im Bereich des Planbaren. Da müssen wir hier aber über dieses Tageshoch bei 1,312 oben drüber. Läuft dieser Abwärtstrend aber einfach weiter, dann, wie schon gesagt, Anlaufpunkt als nächstes hier unten die Marke von 1,29 in etwa. Das ist das Zwischentief hier nach dem ersten starken Abverkauf gewesen. Das wäre das erste Anlauflevel. Ja, und dann haben wir, wie schon gesagt, das zweite Anlauflevel hier unten in diesem Bereich. Wir sehen es auch in doppelter Maße angekündigt hier, der Schwungbereich, den wir hier unten haben. Das ist einmal das Ausbruchslevel hier um die 1,2785 und hier oben dann dieser Bereich um die 1,2820, 1,283 in diesem Bereich. Das sind durchaus wichtige Anlaufpunkte, die wir hier auf der Unterseite haben, wenn der Markt sich tatsächlich dazu entschließt, weiter nach unten zu laufen. Und dieses Bäckchen hier, das schauen wir uns gleich mal an. Ich nehme mal eben ganz kurz hier die Support und Resistance Level wieder raus, weil die brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal eben im Stundenchart entsprechend an und im Stundenchart, da sehen wir hier, das war der Auflauf, die Gegenbewegung, dann der starke Abwärtsschub, dann ging es jetzt wieder nach oben. Aber wenn wir uns das gesamte übergeordnete Bild einfach mal anschauen wollen, dann sehen wir halt, der Markt ist eher abwärts gerichtet, ne? Hier sehen wir es halt. Wir haben die Abfolge von steigenden Hoch- und steigenden Tiefkursen und hier wird es natürlich jetzt interessant, das Ganze, wenn man das mal Zeit, ich zeichne das mal ganz kurz ein, die Trenderkennung hier, das größere obergeordnete Bild, das kriege ich jetzt hier nicht rein, weil die Trenderkennung, die ich hier habe, die läuft sozusagen über die Stunde, aber wir sehen es halt hier übergeordnet, es ist halt abwärts gerichtet, das ist das, was wir im Tag sozusagen auch sehen, hier an dieser Stelle, nur wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, hier an diesem Punkt, wir sind natürlich definitiv hier abwärts trendend, also das große Bild, jetzt wirklich das große Bild, was wir hier an dieser Stelle sehen, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Hier, zack, runter, hoch, fallende Hochs, fallende Tiefs. Zwischendurch immer schön die Bewegungstrends, die wir hier schön am Laufen sehen. Und jetzt kommt es halt wirklich interessant. Jetzt, wenn wir jetzt hier diesen Hochlauf haben, das war auch nur korrektive Phase, ne? Und wenn wir das jetzt wieder im Kleinen runterlaufen sehen, dann haben wir halt den Gegentrend und der läuft dann wieder in Richtung der übergeordneten Stunde. Und das wäre dann auch das Signal, dann läuft das Ganze in Richtung des übergeordneten Tages. Sollte das hier nicht passieren und wir hier oben drüber laufen, das wäre dann natürlich der Punkt. Dann hätten wir selbstredend einen trendigen Markt nach oben laufen, einen Aufwärtstrend. Und das wäre dann wiederum die Marke, dass der Markt uns zeigt, hello, schau mal nach, wir wollen jetzt wieder etwas höher gehen. Die Wahrscheinlichkeiten sind dann da, aber noch sehen wir das Ganze nicht. Noch ist es so, dass der Markt eher, Entschuldigung, immer wieder die Unterseite bespielen möchte. Und da müssen wir einfach kurz entsprechend auf den Markt mit hören. Und dann schauen wir jetzt uns das Ganze noch mal kurz im DAX entsprechend an. Hier an dieser Stelle gucke ich mal kurz in den Future rein, aber ich warte mal, Future-Daten habe ich hier noch gar nicht drinnen im Live-Account. Mal kurz gucken, ob wir das schon bekommen. Gebt mir mal kurz einen Augenblick. Wir nehmen mal den
Kurs von der Deutschen Bank. Mal gucken. Er tickt auf alle Fälle. Ich gucke mal kurz, ob wir hier live sind. Gebt mir einen kurzen Augenblick. 5-Minuten-Chart. Hier die Kerze. Was haben wir? 9 Uhr Kerze ist jetzt da. 9 Uhr 2. Jawohl, es ist da. Also, wir gucken uns mal eben kurz den DAX an. Der DAX hat ja gestern ja, einen wackeligen Tag gehabt, aber wir haben es gesehen hier, die Kerze ist nahezu dort geschlossen, wo der Markt eröffnet hat. Also hier gestern eine, ja, sag ich mal, interessante Phase an dieser Stelle mit dem zappeligen Hoch und Runter gehabt. Trotzdem ist am Ende nichts passiert. Die Nachrichten, die wir heute aus China bekommen haben, dass wohl eine große Vorsorge vor dieser Lungenkrankheit gemacht wird, viele Vorsorgemaßnahmen, das scheint die Märkte jetzt zu stützen. Wir haben es endlich geschafft, entsprechend hier in den ja, das Allzeithoch im DAX rauszunehmen. Das heißt hier, bravo, ja, wir haben jetzt hier ein neues Allzeithoch im DAX entsprechend und das Ganze schön nach oben laufen. Das sehen wir ja hier auch, der DAX schon lange in einem Aufwärtstrend. Jetzt ist es natürlich hier an dieser Seite ein bisschen schwierig, kurzfristige Handelsideen rauszuziehen an diesem Punkt. Was man dann machen kann hier an dieser Stelle ist, weil der Markt nach oben ist definitiv offen. Sollte es hier tatsächlich zu einem Abverkauf kommen, ja, dann wäre es natürlich interessant, was passiert hier unten am gestrigen Tagestief. Das Low haben wir ja unten gehabt, knapp hier um die 1000, um die 13.440 Zähler. Wo geht es dahin? Wie läuft es dort weiter? Das wäre dann interessant zu sehen. Und da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was hier in den kleinsten Zeiteinheiten passiert. Die 5 Minuten, das Ganze hier an dieser Stelle zu sehen. Also wir sehen, also dieser Chart hier, der ist nicht ganz so schick, weil die Kursdatenversorgung da nicht so toll ist. Aber das mal sozusagen hier zu sehen, was passiert denn hier momentan an dieser Stelle. Und wir sehen es halt, wir müssen einfach mal ein bisschen abwarten. Ne? Der Markt ist ja jetzt sozusagen hier an dieser Stelle reingekommen und dann schauen wir einfach mal, was wir für eine Range bekommen. Und wie schon gesagt, wenn der Markt tatsächlich über das Tageshoch von heute auch weiter aufbricht, dann trendet er schön nach oben und dann ist ja der Weg nach oben hin offen. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, welches Potenzial rein aus technischer Natur natürlich hier im DAX mit drinnen steckt, dann kann man auch mal sagen, wir müssen hier mal ganz kurz in den Wochenchart mitschauen, damit wir hier mal eine Analyse machen können. Und wenn man einfach mal sieht, was hier von unten hin an Potenzialen auch drinne gehangen hat, dann kann man einfach sagen, okay, wir sind jetzt hier am Allzeithoch jetzt angekommen. Wir haben einen Großteil vom Potenzial, den wir hier unten gehabt haben, sozusagen jetzt schon oben drauf gepackt. Aber wenn man einfach mal die Tiefe dieser ersten Korrektur hier rausmisst an dieser Stelle, dann kann man schon sagen, dass man doch noch einiges an Luft nach oben hat. Das schauen wir uns gleich an. Kurzen Augenblick. Ich will da bloß mal hier etwas zum Ausmessen nehmen. Nehmen wir einfach mal diesen Bereich, also das war ja so der Ausbruchsbereich, hier unten dieser Bereich in etwa die Korrekturzone. Und wenn wir das einfach mal nehmen und hier oben drauf stellen, das heißt diese Korrekturtiefe dieser größeren Bewegung hier mit anschauen in diesem Bereich, dann haben wir hier ohne weiteres auch schon mal mittelfristig natürlich hier Richtung 13.900 Punkte den Markt mit offen. Einfach mal schauen, was bei rauskommt. Aber wir sehen es, der Markt will jetzt schön nach oben. Er kauft jetzt die Hochs mit weg. Und es ist ja ganz oft so, dass an den Allzeithochs auch Kauforders liegen, wo die alten Trends dann auch fortgesetzt werden. Und das ist ja natürlich dann der spannende und interessante Bereich, den wir hier an dieser Stelle dann mitnehmen können. So, das zu heute, 9:05 Uhr. Der Handel ist offen. Ich danke für die Zeit. Sorry, für die technischen Sachen. Ich hoffe, dass der Support vom Stereo Trader das Ganze relativ flott erledigt bekommt und wir können dann morgen wieder ganz normal hier mit den Charts von Tickmill arbeiten. Danke für die Zeit. Wie immer war mir eine große Freude. Allen gute Trades und dann bis morgen 8:30 Uhr wieder in der Live-Besprechung. Der Handelsideen-Blog-Eintrag gibt es vorher. Bis dann. Tschüss.